Ich bin der Tom. Ich bin ehemaliger Vorstand vom Burschenverein und jetzt im Maibaum-Komitee drin und wir planen halt den ganzen Maibaum so. Dass das Ganze einfach mal anläuft und dass uns ein bisschen Ruhe einkehrt, dass halt die ganzen Aufbauarbeiten, sag ich mal, abgeschlossen sind. Das ist eigentlich ganz wichtig und dass einfach in Run reinkommt. Und wenn das läuft, dann ist es am schönsten, wenn der Körper mitfeiern. Ich bin die Veronika. Und was machst du hier? Aufpassen, dass alles klappt. Joshi, können wir nicht einfach einen kleineren Kreis machen? Der Fieri hilft noch, der Simmel und der Schorsch. Wie wird man denn Tanzlehrerin? Ich bin im Trachtenverein in Ottendichel. Und der Schorschi, der da im Burschenverein ist, der ist auch bei uns im Trachtenverein und hat mir dann spät gefragt, ob wir den Parodenszorn kennen. Nehmt ihr sie dann einfach, dreht sie einmal aus und fertig. Wieder. Hände gestreckt bei der Figur. Welche, dann klappt es an. Dank Boy. Ist die Füße ein bisschen auf. Das ist euer erstes Fenster drin. Der geht entspannter. Ja, so was. Alex, extrem hektisch hoch. Und machen Sie es gut? Ja. 26 Paare sind heuer dabei. Also zum einen mal, dass wir seit, im Vergleich zu vor 5 Jahren, haben wir einen ordentlichen Zuwachs gekriegt und neue Mitglieder, haben jetzt auch wieder zum 1. Mai hier wieder mehrere neue Anwärter und sind jetzt momentan insgesamt 33 Leute. Und davon will halt jeder tanzen und deswegen sind wir 26 Tanzpaare. Ja, was mich allerdings ein bisschen kümmert ist, der Platz in Grasbrunn ist ja nicht so riesig groß. Wie werden das ausgehen mit den 26 Paaren? Ich denke mal, das werden wir schon ganz, ganz gut hinkriegen. Wie genau, das werdet ihr dann selber am 1. Mai noch rausfinden. Aber ein bisschen größer absperren müssen wir, klar. Aber dafür ist es ja der Dorfplatz und der ist, denke ich mal, groß genug, damit die Leute von überall was singen.